Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video geht es um das Fortnite 12.4 Update, welches heute rauskam. Und zwar wurden bei diesem Update ein paar Fehler behoben beim Battle Royale und sehr, sehr viel beim Creative Modus gepatcht. Ja, ich fange da mal an, Leute, und zeige euch mal, was alles verändert wurde bzw. erneuert wurde. So, wie ihr wisst, waren ja die normalen Granaten weg, weil es ja diesen Bug gab, wo man unmenschlich viel Schaden mitverteilt hat. Aber das haben sie jetzt gefixt und die Granaten sind wieder da. Außer bei Arena. Da sind sie immer noch weg, Leute. Als zweites wurden die Controller-Vibrationen gefixt. Also wenn man die Gegner mal angeschossen hat und sie getroffen hatte, haben die Controller nicht vibriert. Mir persönlich ist das auch gar nicht aufgefallen, Leute, da ich eh ohne Vibration spiele. Aber das funktioniert jetzt auch wieder. So, der Bug mit Midas wurde auch gefixt, bei dem manche Gegenstände nicht mehr zu Gold verwandelt wurden. Und als letztes wurden zwei Herausforderungen gefixt, Leute. Zum einen bei der Sky-Herausforderung, wo man Shadow oder Ghost Ollie finden musste. Und zum anderen bei der Challenge, mit der man Gegner oder Bots mit der Harpune anziehen musste. Dies ging nur, wenn man das bei Gegnern gemacht hatte. Wenn man es bei Handlangern gemacht hatte, wurde diese Challenge nicht gezählt. Das wird jetzt gefixt. Jetzt könnt ihr auch Handlanger mit der Harpune anziehen und die Herausforderung somit noch leichter abschließen. Aber Leute, auf der Map hat sich auch was verändert, und zwar Skys Heimat The Shark. Daraus ist nämlich ein Gefängnis entstanden. Ich werde euch dieses neue The Shark jetzt zeigen, Leute, und im Anschluss blende ich euch noch die Patch Notes vom Creative Modus ein. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht, dieses Video zu liken. Und falls du es nicht schon getan hast, kannst du mir auf Ehre ein Abo dalassen. Ciao und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.